Massenurteilsprung. Lokaler Cluster. Sturm. Zack. Sprung. Da haben wir ein Treibstoffdepot. Treibstoff kaufen. Sünden kaufen. Ach, komm zurück. Nein. Nein. System einfliegen. Einfliegen. Kluck, 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 kluck. Gefängnisschiff, Priority. Purgatory, die Purgatory Eigentum. Der berüchtigten Söldnergruppierung Blue Sands war früher ein Archenschiff, auf den Nutztiere gehalten worden. Heute ist es ein Gefängnis für alle, die im Kampf gefangen genommen oder von skrupellosen Politikern unter den Deckmänteln Subcontracting and Outsourcing verkauft wurden. Es gibt Gerüchte, die Blue Sands würden besonders fähige oder durchtrainierte Kampfgefangene batterialische Sklavenhändler übergeben, aber kaum ein Zeuge der Transaktion hat lang genug überlebt, um davon zu berichten. Angeblich beträgt die Population an Bord 4350, unabhängig da Journalisten gehen infolge bewusster Überlegungen von dreifacher Menge aus. Andocken! Zu. Wenn die Gruppenmitglieder verlieren, könnte sie mit Einigkeit Mittel verabreichen und sie wieder ins Geschehen zurückholen. Ja, wunderbar. Schön, schön. Komm, lad hin, du. So, hinzufügen. Ich nehme mal mit diesmal, aber. Jo. Zack, auf geht's. Kriegst du auch kleinen Level ab? Du nicht. Aber Jacob kriegt ein Level. Ziehen. Brandmunition. Serverserkennen. Hörbarrahmen. Ausbildung verbessert seine Effektivität durch den Kampf. Ja, dann erwerbst du den Rang. Zack. Auswählen. Nicht auswählen, beenden. So rum. Und Schuh draus. Speichern, Gefängniswärter reden. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Ich werde eine Kugel abgeben. Wohin wollen Sie sie haben? Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Kirill. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Ich behalte meine Waffen. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Ein Check aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln.
Hier geht nie etwas schief. Weiter. Machen wir weiter. Gab es hier schon Fluchtversuche? Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gut, danke. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Gut, mach ich. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Noch 2 Codex-Einträge. Codex, alles gelesen. Joa, hab ich. Tagebuch. Zur Entlassungsstelle gehen. So, dann machen wir das nochmal. So, zack, gespeichert und weiter geht's. Sehen Sie diese Scheiße? Molde. Hey, hey, Leute hier drüben! Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit ihm gehe ich nirgendwo hin. Auf Wiedersehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Tür auf. Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Gut. Nochmal speichern. Tut mir leid, Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Zur Hölle mit Ihnen und ich bringe Sie sogar selbst hin. Systeme aktivieren. Und sterbt. Aber sicher. Tagebuch. Zugriff geben Sie zu. Ja. Wollte ich zwar überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich gerade mal ein bisschen in Deckung gehen, aber voll verklick und schuh endet dann noch sein Leben wieder. Ja, so ist das halt. Im Leben. Ja, wenn Sie verwundet sind, dann... Tut mir leid, Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Gut. Lassen Sie die Waffen fallen. Systeme aktivieren. Zeit zu sterben. So, ein bisschen hier auf. Dann überlasten. Das hat wehgetan. Einmal schieben. Los, vorziehen. Ich hab sie.
überlassen. Aber sicher.